Bevor mit der Lesung dieses Buches angefangen wird, soll der Zuhörer sich bewusst machen, dass der Verfasser den Katholizismus fälschlicherweise als ein Zweig des Christentums ansieht, was jedoch nicht zutreffend ist. Der Katholizismus tarnt sich als Christentum und betreibt somit vielmehr einen Etikettenschwindel. Dies möge der Zuhörer bei der Lesung dieses Buches stets vor Augen haben. Kapitel 1: Die katholische Kirche in der modernen Welt. Auf den ersten Blick mag es wie Zeitverschwendung aussehen, über den Einfluss zu schreiben, den die Religionen im Allgemeinen und das Christentum im Besonderen auf die Ereignisse in einem Jahrhundert ausübt, das mit solchen gigantischen ethischen, sozialen, ökonomischen und politischen Problemen belastet ist wie das unsere. Die Religion, obwohl noch tief in der modernen Welt verwurzelt, könne sich heute nicht mehr ernsthaft mit den ökonomischen und sozialen Kräften messen, die die Zivilisation unserer Tage bewegen und erschüttern. Diese Meinung wird vor allem hinsichtlich eines bestimmten Zweiges des Christentums vertreten, des Katholizismus. Man gibt wohl zu, dass der Katholizismus als Religion in einer Reihe von Ländern noch durchaus mächtig ist, neigt aber gleichzeitig dazu, die Rolle zu unterschätzen oder gar zu leugnen, die er in den sozialen, politischen und militärischen Auseinandersetzungen unserer Zeit spielt. Die allgemeine Einstellung zur Religion, vor allem zum Christentum, ist, dass beide Kirchen, die protestantische und die katholische, obwohl beide nach Macht streben, in Wirklichkeit bereits in den Hintergrund gedrängt seien. Zumindest aber seien sie nicht mehr in der Lage, den Lauf der Dinge sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik der Völker zu bestimmen. Es ist eine Tatsache, dass die Religion überall an Boden verloren hat und weiterhin verliert. Heute beschäftigen sich der Einzelne und die Gesellschaft vordringlich mit Lohnfragen, mit der Gewinnung von Bodenschätzen, mit dem Finanzhaushalt, mit der Arbeitslosigkeit, mit dem Wettrennen zur Herstellung perfektester Zerstörungsmittel, mit der Freisetzung kosmischer Gewalten und mit tausend anderen Problemen praktischer Art. Diese Tatsache trägt dazu bei, eine Illusion aufrechtzuerhalten, die nicht nur im Widerspruch zur Wirklichkeit steht, sondern auch für die Zukunft gefährliche Folgen haben kann. Das bezieht sich vor allem auf die Rolle der katholischen Kirche, denn der politische Katholizismus ist, ungeachtet seiner enormen, zahlmäßigen Einbüße an Macht und Einfluss, lebendiger und aggressiver denn je. Er übt auf das nationale und internationale Geschehen, das seine äußerste Zuspitzung im Ersten und Zweiten Weltkrieg fand, einen größeren Einfluss aus, als es uns auf den ersten Blick möglich dünkt. Die Ansicht, dass der politische Katholizismus nach wie vor eine gewaltige geistige Macht darstellt, die den Lauf der Weltgeschichte beeinflusst, stützt sich nicht auf theoretische Überlegungen, sondern auf harte Tatsachen. Andere Religionen oder religiöse Bekenntnisse beeinflussen ebenfalls mehr oder weniger die moderne Gesellschaft, aber ihre Fähigkeit, den Lauf des geschichtlichen Geschehens mitzubestimmen, hält keinen Vergleich mit dem Einfluss der katholischen Kirche aus. Dies hat seine Ursache in einigen Besonderheiten der katholischen Kirche. 1a. Ihre zahlmäßige Stärke, ungefähr 400 Millionen Gläubige. 1b. Die Tatsache, dass der Hauptteil der katholischen Bevölkerung in Europa und Amerika lebt. 1c. Die Tatsache, dass die katholische Kirche in allen Ländern der Erde Anhänger hat. 2. Die Auffassung der katholischen Kirche, dass es ihre Mission sei, die gesamte Menschheit nicht zum Christentum schlechthin, sondern zum Katholizismus zu bekehren. 3. Die Tatsache, dass sich die katholische Kirche im Unterschied zum Protestantismus und zu anderen Religionen auf eine gewaltige, über den ganzen Erdball reichende religiöse Organisation stützt. An der Spitze dieser Organisation steht der Papst,
Er hat die Aufgabe, die Unveränderlichkeit gewisser Glaubensprinzipien, auf denen der Katholizismus beruht, zu verkünden und aufrechtzuerhalten und den Einfluss und die Macht der katholischen Kirche in der ganzen Welt zu fördern. Bei der katholischen Kirche haben wir es also mit einem religiösen Block zu tun, dem wirksamsten und kämpferischsten Block einer Art in der modernen Welt. Die katholische Kirche kann sich im Gegensatz zum anderen Bekenntnissen nicht auf die rein religiöse Sphäre beschränken, schon ihre Mission, die geistige Herrschaft des Katholizismus über die Welt aufrechtzuerhalten und zu erweitern, bringt sie unweigerlich in Konflikt und sehr oft in Konflikt mit allen der Religion benachbarten Sphären. Die religiösen Grundlagen bestehen nicht nur aus theologischen und spirituellen Auffassungen, sondern berühren in jedem Fall auch moralische und häufig auch soziale Prinzipien. Da man aber das eine vom anderen nicht ohne weiteres trennen kann und da es unmöglich ist, jede Erscheinung dieser Art nach ihrem religiösen, moralischen oder sozialen Ursprung zu kennzeichnen, ist es außergewöhnlich schwierig, die jeweiligen Elemente auseinanderzuhalten. Wo immer religiöse Dogmen zur Debatte stehen, sind moralische und soziale Prinzipien zwangsläufig einbezogen. Da aber die religiösen Grundsätze die moralischen und sozialen Grundsätze mitbestimmen, ist es nur ein Schritt von diesem in die wirtschaftliche und damit in die politische Sphäre. In vielen Fällen ist diese Konsequenz unvermeidlich. Selbst wenn man sich bemüht, die religiösen Probleme streng auf die religiöse Sphäre zu beschränken, wird es eben wegen der komplexen Natur der geistigen Prinzipien nicht gelingen. Die praktische Schlussfolgerung daraus ist, dass sich jede Proklamation, Verdammung oder Unterstützung eines bestimmten geistigen Prinzips durch eine kirchliche Institution auf halbreligiöse und sogar nicht religiöse Sphären auswirken wird. Aus diesem Grund beeinflusst die Kirche, ob sie will oder nicht, Probleme, die sie gar nicht unmittelbar angehen. Der Katholizismus ist auf geistigem Gebiet weitaus stärker als jede andere Religion. Daher tritt dieser Zug bei der katholischen Kirche besonders krass in Erscheinung. Hinzu kommt, dass ein Katholik seiner Kirche blinden Gehorsam schuldet und die kirchlichen Interessen über alle sozialen und politischen Belange zu stellen hat. Wenn man weiterhin berücksichtigt, dass diese Anhänger der katholischen Kirche, und das sind Millionen solche über die ganze Welt verteilte Katholiken, von dem Willen des Papstes gelenkt werden, ist es nicht schwierig, die weitreichende Macht zu erkennen, die der Vatikan auch in der nicht-religiösen Sphäre ausübt. Ein Beispiel soll das erläutern. Die katholische Kirche dekretiert in ihren Eigenschaft als religiöse Institution, dass keine Macht der Welt das Band der Ehe zwischen Mann und Frau lösen kann, wenn es durch das Sakrament geheiligt worden ist. Die moderne Gesellschaft hingegen räumt ein, dass eine Eheschließung unter gewissen Umständen eine Fehlentscheidung gewesen sein kann und hat zu diesem Zweck ethische und juristische Grundlagen geschaffen, die eine Lösung der ehelichen Bande zu ermöglichen. Da die katholische Kirche dies verurteilt, fühlt sie sich gleichzeitig verpflichtet, diese ethischen und juristischen Grundlagen mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln zu bekämpfen. Sie verdammt diese Grundlagen nicht nur in der religiös-moralischen Sphäre, sondern weist darüber hinaus alle Katholiken an, sowohl die gesetzlichen Grundlagen der Eheschließung als auch die Praxis der Scheidung abzulehnen und zu bekämpfen. Deshalb muss ein Katholik, wenn er Mitglied der gesetzgebenden Körperschaft eines Landes ist, in der ein Gesetz zur Legalisierung der Ehescheidung beraten wird, seine religiöse Pflicht über alles stellen, das Gesetz bekämpfen und dagegen stimmen. Auf diese Weise bleibt die religiöse Frage der Eheschließung nicht nur eine Frage moralischer und ethischer Prinzipien, sondern verwandelt sich in ein strengiges soziales Problem. Ein anderes Beispiel.
Die moderne Gesellschaft und die moderne Ethik haben die Theorie und die Praxis der Geburtenkontrolle gebilligt. Diese Auffassung wird von der katholischen Kirche verdammt, da sie den allgemeinen Zweck der geschlechtlichen Vereinigung in der Fortpflanzung erblickt. Diese Auffassung ist bindend, unabhängig von jeder sozialen und ökonomischen Gegebenheit. Sie fragt nicht danach, ob die Kinder, die geboren werden, sich ausreichend ernährt und menschenwürdig aufgezogen werden können. Dieser religiöse Gebot hat zur Folge, dass Millionen verheiratete Paare Kinder in die Welt setzen, nur um die Gesetze ihrer Kirche zu befolgen, unabhängig davon, ob es ihrer eigenen sozialen und wirtschaftlichen Situation oder ihres Landes zuträglich ist. Dadurch werden ernsthafte Schwierigkeiten bevölkerungspolitischer, ökonomischer oder politischer Art heraufbeschworen oder verschärft. Die Kirche behauptet von sich, dass sie das Recht habe, nicht nur religiöse, sondern auch moralische Grundsätze zu lehren. Sie proklamiert zum Beispiel die Unverletzlichkeit des Privateigentums, ein Grundsatz also, der im Widerspruch zu der gewaltigen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bewegung steht, die unter dem umfassenden Begriff Sozialismus bekannt ist. Da der Sozialismus in seinen verschiedenen Formen eine rein soziale und politische Bewegung ist, die sich bemüht, ihre Grundsätze auf das wirtschaftliche, soziale und politische Leben der Gesellschaft zu übertragen, zieht er sich unvermeidlich die Feindschaft der katholischen Kirche zu. Diese Feindschaft führt die Kirche zwangsläufig in die Arena sozialer und politischer Kämpfe, denn Katholiken müssen, da sie ihrer Kirche blinden Gehorsam schulden, als Staatsbürger, als Parlamentarier oder als Mitglieder einer politischen Partei Theorie und Praxis des Sozialismus bekämpfen. Kommentar: Eine schöne Strategie der Spannung. Denn wenn man Nachforschung stellt, wer den Sozialismus zumindest zur Stärke verholfen hat, wird man bei dem militärischen Zweig der katholischen Kirche, den Jesuiten, fündig. Weiter im Buch. Es gibt unzählige Beispiele, aus denen zu ersehen ist, dass die katholische Kirche nicht davon Abstand nehmen kann, sich in das soziale und politische Geschehen einzumischen. Diese ständige Einmischung in das soziale und politische Leben der Gesellschaft im Allgemeinen und bestimmte Staaten und bestimmte Personen im Besonderen kann behutsam oder gewalttätig erfolgen, je nachdem, wie die nicht-religiöse Sphäre auf den Ruf der Kirche reagiert. Daher kommt es, dass katholische Länder, deren Legislative entsprechend den Prinzipien der katholischen Kirche aufgebaut ist, in allen Fragen die Meinung der katholischen Kirche vertreten. Eine katholische Regierung wird zum Beispiel Gesetze einführen, die die Scheidung verbieten und den Gebrauch von Mitteln zur Empfängnisverhütung bestrafen und wird jede auf die Abschaffung des Privateigentums gerichtete Aktivität in Acht und Bann tun. Infolgedessen werden in einem solchen Land Gesetze gegen die Scheidung erlassen und alle Geschäfte geschlossen, die Mittel zur Empfängnisverhütung verkaufen, wird jede Bewegung verboten und jede Person eingesperrt, die gegen das Privateigentum auftritt. Wenn aber der Kirche statt einer gehorsamen katholischen Regierung ein indifferentes oder gar feindseliges Parlament gegenübersteht, ist der Konflikt unausbleiblich. Der Staat und die Kirche erklären einander den Krieg. Der Konflikt kann in einem Waffenstillstand enden oder es wird ein Kompromiss gefunden, aber der Kampf kann auch in eine offene, andauernde Feindschaft münden. Der Staat wird die Gesetze erlassen, die er für notwendig hält, ohne Rücksicht auf die Kirche. Er kann die Eheschließung legalisieren und jede politische Partei das Recht zu erkennen, für die Aufhebung des Privateigentums einzutreten. Die Kirche wird darauf mit der Anweisung an ihre Priester antworten, gegen diese Gesetze zu predigen und alle Katholiken zu verpflichten, diese Gesetze und die Regierung, die sie erlassen hat, zu bekämpfen. Alle Zeitungen, die sich im Besitz von Katholiken befinden, werden gegen die Regierung Stellung nehmen. Einzelne katholische Mitglieder des Parlaments werden gegen jedes Gesetz stimmen, das im Widerspruch zu den Prinzipien der Kirche steht.
die von Katholiken gegründeten und beherrschten religiösen, sozialen und politischen Organisationen werden diese Gesetze boykottieren. Eine politische, möglichst katholische Partei wird gegründet werden und die Aufgabe erhalten, eine Regierung ans Ruder zu bringen, die den Standpunkt der Kirche vertritt und alle Kräfte gegen die Parteien ins Feld zu führen, deren Doktrinen denen des Katholizismus widersprechen. Ein erbitterter politischer Kampf wird beginnen. Hierbei sollte man nie aus den Augen verlieren, dass alle Katholiken in ihrem politischen Kampf von den strengen und dogmatischen Leitsätzen des Katholizismus und von dem höchsten Führer der katholischen Kirche, dem Papst, geleitet werden. Katholische Gläubige erklären häufig, der Papst mische sich niemals in politische Angelegenheiten. Wir werden später nachweisen, dass er es doch tut. Manchmal sogar unmittelbar. Mittelbar mischt er sich bereits dann ein, wenn er den Gläubigen die Weisung erteilt, bestimmte Gesetze, Soziallehren oder politische Parteien zu bekämpfen, die seiner Meinung nach mit dem Katholizismus unvereinbar sind. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Enzyklika Rerum Novarum Leos XIII. Ihre Verkündung bedeutete einen Sprung in die politische Arena, obwohl sie sich keineswegs unmittelbar in einzelne politischen Fragen jener Zeit einmengte. Der Papst verurteilte in der Enzyklika ausdrücklich die sozialen und politischen Lehren des Sozialismus und gab den Gläubigen den Rat, sich im besonderen katholischen Gewerkschaften zu organisieren und eigene katholische Parteien zu gründen. Diese Macht der katholischen Kirche, sich in soziale und politische Angelegenheiten einzumischen, wird dadurch noch gefährlicher, dass sie keineswegs auf bestimmte Länder beschränkt ist. Sie erstreckt sich auf alle Länder, in denen katholische Gläubige wohnen. Die katholische Kirche kann also indirekt und direkt in innerpolitischen und internationalen Fragen einen bestimmten Einfluss ausüben. Durch die Gründung oder Unterstützung politischer Parteien oder Gruppierungen in bestimmten Ländern und die gleichzeitige Bekämpfung anderer Parteien und Gruppierungen kann sie eine politische Kraft ersten Ranges werden. Dieser Umstand gewinnt dadurch an Bedeutung, dass die katholische Kirche auch imstande ist, als politische Macht in der internationalen Sphäre tätig zu sein. Sie kann zum Beispiel gewisse katholische Länder und Regierungen veranlassen, bestimmte internationale Entwicklungen zu unterstützen oder zu bekämpfen oder die Wünsche der Kirche auf internationalen Foren vorzutragen. So war es zwischen den beiden Weltkriegen der offensichtlichste Wunsch der Kirche, die Sowjetunion nicht zum Völkerbund zuzulassen. Und während des Abessinienfeldzuges forderte sie die Aufhebung der Sanktionen, die der Völkerbund gegen das faschistische Italien verhängt hatte. Wie hoch ist der Prozentsatz der Gläubigen, die den Weisungen der katholischen Kirche in sozialen, politischen Angelegenheiten folgen? Diese Frage wurde angesichts des gewaltig zunehmenden Skeptizismus innerhalb der Masse ihrer Anhänger akut. Ein großer Teil der modernen Gesellschaft lehnt in wachsendem Maß die mittelbaren und unmittelbaren Einmischungsversuche der Kirche in politischen Angelegenheiten ab. In nominell katholischen Ländern Frankreich, Italien, Spanien übt die katholische Kirche trotz der verbreiteten Indifferenz der Bevölkerung noch immer einen maßgeblichen Einfluss aus, der allerdings erst durch die Bemühungen einer ehrgeizigen Minderheit wirksam wird. Untersuchungen haben ergeben, dass man die Bevölkerung eines nominell katholischen Landes bezüglich ihrer Einstellung zur Kirche wie folgt aufgliedern kann. Ein Fünftel ist aktiv antiklerikal, ein Fünftel aktiv proklerikal, drei Fünftel sind weder aktiv feindselig noch unterstützen sie die Kirche aktiv, werden aber in gewissen Fragen ihr Gewicht entweder für die eine oder die andere Gruppe in die Waagschale. Auf der Grundlage dieser Berechnung verfügt der Papst in jedem nominell katholischen Land immer noch über eine beachtenswerte Armee
aktiver Parteigänger, die auf sozialen und politischen Gebiet seine Schlachten schlagen. In den protestantischen Ländern, in denen die Katholiken in der Minderheit sind, ist der Prozentsatz der aktiv proklerikalen Katholiken gewöhnlich weit höher. Diese Millionen aktiver Parteigänger des politischen Katholizismus stellen, von einem Befehlszentrum geleitet und auf das gleiche Ziel, die Machterweiterung der katholischen Kirche, ausgerichtet, eine Kraft in der nationalen und internationalen politischen Arena dar, die in ihrer Wirkung kaum überschätzt werden kann. Der geistige Kopf dieser Bewegung, der die verschiedenen katholischen Organisationen und Parteien auf dem Gebiet des regionalen, nationalen und internationalen, des sozialen und politischen Kampfes leitet, befindet sich im Zentrum des Katholizismus, im Vatikan. Die katholische Kirche verfügt um ihre Aktivität auf beiden Gleisen, den religiösen und dem politischen, besser entwickeln zu können, über zwei Instrumente. Einmal über die religiöse Institution, die Kirche, zum anderen über ihren politischen Machtapparat, den Vatikan. Obwohl sich beide, wann immer es nützlich scheint, getrennt voneinander mit politischen und religiösen Fragen befassen, stellen sie in Wirklichkeit eine Einheit dar. An ihrer Spitze steht der Papst, der einerseits das religiöse Oberhaupt der katholischen Kirche als eine rein geistliche Macht und andererseits das Oberhaupt des Vatikans, eines weltweiten diplomatisch-politischen Zentrums und eines unabhängigen souveränen Staates ist. Entsprechend den jeweiligen Umständen handelt der Papst, und die Macht der katholischen Kirche zu erweitern, entweder als religiöses Oberhaupt oder als Führer eines diplomatisch-politischen Zentrums oder in beiden Funktionen zugleich. Die Rolle der katholischen Kirche als politische Kraft tritt offen zutage, wenn sich der Papst mit sozialen oder politischen Bewegungen auseinandersetzt, wenn er mit bestimmten Staaten Verträge schließt oder mit ihnen ein Bündnis eingeht, um einen gemeinsamen Feind zu bekämpfen. Manchmal steht die katholische Kirche vor der Notwendigkeit, sich mit Kräften zu verbünden, die nicht nur nicht religiös oder nicht katholisch, sondern sogar religionsfeindlich sind. Dieser Fall tritt ein, wenn die katholische Kirche sich Feinden gegenübersteht, die sie nicht allein zu überwinden vermag. Dann ist sie gezwungen, Verbündete zu suchen, die dieselben Feinde haben und deren Vernichtung wünschen. So traten zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg, als der Kommunismus in Europa im Vordringen war, in einigen europäischen Ländern politische Bewegungen in Erscheinung, die diese Entwicklung aufhalten wollten. Diese Bewegungen fanden sofort einen tatbereiten Verbündeten in der katholischen Kirche, deren Bahnstrahl gegen die sozialistischen Lehren umso heftiger wurde, je mehr sich diese Lehren verbreiteten. Einige dieser Bewegungen wurden unter den Namen Faschismus, Nazismus, Phalangismus usw. so bekannt. Der Papst machte die Bündnisse mit ihnen wirksam, indem er sowohl den Einfluss der katholischen Kirche als einer religiösen Institution als auch den Einfluss des Vatikans als eines diplomatisch-politischen Zentrums in die Waagschale warf. So wurden einerseits die Gläubigen darauf hingewiesen, dass es ihre Pflicht und Schuldigkeit sei, diesen oder jenen Politiker, diese oder jene Partei zu unterstützen. Dabei brauchten diese Politiker und Parteien keineswegs unbedingt katholisch zu sein. Es genügte, dass sie sich die Vernichtung der Todfeinde der katholischen Kirche als Ziel gesetzt hatten. Andererseits wurden durch die Botschafter des Vatikanstaates, durch die Kardinäle oder durch die örtliche Hierarchie entsprechende Abkommen getroffen. Darüber hinaus wurden die Leiter der katholischen Partei und sozialpolitischen Organisation angewiesen, die vom Vatikan erwähnten Verbündeten zu unterstützen. In einigen Fällen wurden ihnen sogar befohlen, sich selbst aufzulösen, um einer nicht-katholischen Partei den Weg zu ebnen, die größere Aussichten hatte, jene politisch-soziale Bewegung zu zerstören, in der die Kirche ihren Hauptfeind sah. Wir werden in den folgenden Kapiteln Gelegenheit haben, wahrhaft erschütternde Beispiele dieser Taktik kennenzulernen.
für seine Aktivität auf religiösen und auf nicht religiösen Gebiet steht dem Papst eine weitreichende Maschinerie zur Verfügung, mit deren Hilfe er die katholische Kirche in der ganzen Welt regiert. Die wichtigste Funktion dieses Apparates ist es, die Interessen der Kirche nicht nur als einer religiösen Institution, sondern auch als eines diplomatisch-politischen Zentrums wahrzunehmen. Für die sozialen und politischen Angelegenheiten hat die Kirche eine zweite, weit gespannte Organisation, die, obwohl von der ersten organisatorisch getrennt, doch stets in Übereinstimmung mit ihr handelt. Jeder Teil dieser Maschinerie hat sein besonderes Aktionsfeld, aber beide arbeiten an der Errichtung desselben Zieles, an der Aufrechterhaltung der Herrschaft der katholischen Kirche in der ganzen Welt. Da beide Apparate voneinander abhängen und häufig zur gleichen Zeit eingesetzt werden, ist es nützlich, ihre speziellen Aufgaben und jeweiligen Zielsetzungen, ihre Arbeitsmethoden und vor allem den Geist, der sie bewegt, kennenzulernen. Bevor wir aber diese Untersuchung beginnen, wollen wir uns mit dem offiziellen Zentrum der katholischen Kirche, mit dem Vatikanstaat, befassen.